Ja, ich prüge mich einmal mit dem, dann ist aber auch gut. Ich muss wieder los. Er fragt auf alle Fälle wieder. Und fragt dann auch nach sowas wie Schnellklettern, irgendwelche Türme hoch, irgendwelche Burj nach oben klettern, wer als erstes da ist. Oh, ich könnte den Turm von Mannach empfehlen, wenn ihr wollt. Ja, ich habe eine Idee. Das würde mich richtig beeindrucken. Also, hier gibt's so einen Mann, der nennt sich Bürgermeister. Kennst du vielleicht? Ja. Und der hat Leute. Die sehen so aus wie die Farben, die er nun mal trägt. Erinnert ihr euch? Ja. Habt ihr heute alle niedergemacht? Ja. Die Raya-Kirche führt Krieg gegen den. Schließt euch denen doch an. Bringt den Typen um. Dann bringt er mir seinen Kopf. Ich will mich dir anschließen. Ja, aber danach können wir uns ja mir anschließen. Das klingt doch wunderbar. Dann hast du erstmal noch was zu tun. Du bist mein Lieblingsfeind. Ich nehme das als... Ich glaube, der möchte einfach bei dir bleiben. Ja, ich bin ja auch einfach ein sympathischer Typ. Nicht wahr? Absolut. Ich teile auch meine Frauen mit dir, wenn du willst. Ragata und Shenya. Ist da jemand verknallt? Ja, Lan. An der Stelle nur kein Neid. Zweitens... Oh, glaub mir, den könnt ihr ganz für euch behalten. Ich habe von allem, was auch nur in der Nähe des Raya-Kultes unterwegs ist, abgeschworen. Kannst du mal die Fresse halten, wenn ich mich mit Raphim unterhalte? Ja, alle! Also, ich rede mit keinem von euch und ich trinke mit keinem von euch. Und ich klettere mit keinem von euch. Ich will mit Raphim kämpfen. Bei jemandem Bier über den Kopf zu schütten, ist jetzt auch nicht wirklich trinken. Da habt ihr recht. Es ist ganz offensichtlich die große Liebe. Ja, also folgender Vorschlag. Du merkst, wie er dich gerade versucht niederzustarren. Haha, du hast weggeguckt. Ich hab gewonnen. Ja, ich hab weggeguckt, meine Güte. Jetzt geh einfach und bring diesen blöden Bürgermeister um und dann kannst du wiederkommen. Das ist die große Graphim-Queste, die ich dir auferlege. Du bist mein Lieblingsfeind. Ja, und dein Lieblingsfeind möchte gerne, dass dieser Bastard stirbt. Die Arena wartet auf uns. Ja, die Arena wartet auf uns. Oh, aber meine Güte, oh, es ist auch schon so spät. Oh, ich muss mal dringend aufs Pferd. Ach nee, ich reite auf einem Bär noch. Meine Güte, ja, Lan. Jetzt pack doch mal einen. Ja, ach, los, wir haben keine Zeit. Wir müssen dringend los. Oh nein, Ozulamin, ja, jetzt komm. Oh nein, wir müssen ja ganz dringend los. Ich buchte irgendwie mein Gepäck auf dem Pferd. Ich gehe noch mal auf die Toilette. Und da hinten gibt es ja auch noch diese leckeren Pistazien. Schnaubt aus seiner Nase, als wäre es, ja, als wären es Nüstern. Und murmelt dann noch irgendwas, wie dass er von den Minotauren abstammt. So könnt ihr ihn dann stehen lassen. Also, Raphim, wenn der dich zu sehr nervt, dann sag Bescheid und dann blitze ich den weg. Ja, aber ist ja auch irgendwie ganz niedlich, der Mann, ne? Bisschen klein, aber sonst. Könnt ihn tanzen lassen. Ja, wir sehen den noch mal wieder, da bin ich mir sicher. Aber der ist ja schon etwas seltsam mit seinen Hörnern. Wir haben immer noch nicht herausgefunden, wie er die bekommen hat. Ja, er hat doch gerade irgendwas von Minotauren gelabert. Abstammung, ja, aber vielleicht redet er einfach nur richtig dummen Scheiß. Isarun, nur, dass ihr das bemerkt habt, du da. Das ist aber gut. Ja, natürlich labert der dummen Scheiß. Die derzeitige Theorie ist, dass er in einer Feenglobule war. Vielleicht war sein Vater ein Ork. Orks haben doch keine Hörner, Jalan. Nein, aber Orks halten. Doch jetzt fast im Orkland. Ja, aber Orks haben Minotauren. Was? Das ist ja das erste Mal, dass ich davon höre. Ja, die pinseln dauernd welche auf ihre Teller und ihre Vasen und ihre Zeltwände. Habt ihr sie mal gesehen? Die sehen schrecklich aus. Dafür hältst du irgendwie einen Teller hoch, auf dem Kamel ist. Selbstverständlich. Ja, was glaubt ihr, worin Orks ihre Flüssigkeiten aufbewahren? In Teller. In einem Loch im Boden? Schläuchen? Ja, Orks haben Keller. Vielleicht saufen die aus Pfützen. Das sind unzivilisierte Monster. Orks haben sogar Besteck. Nun, das haben sie geraubt, aber trotzdem. Wenn wir gerade beim Saufen sind, ich finde es nicht gut, dass ihr Kampftrinken als Trinken und Kämpfen interpretiert. Das, darüber müssen wir noch einmal reden. Ja, allein könnt ihr jetzt bitte über diese verdammten Teller die Schnauze halten. Wir haben so viele auf dem Pferd da hinten, dass ich Angst habe, es bricht zusammen. Siehst du, auf dem hier sind zwei Füchse drauf, deren Schwänze aufeinander verschlungen sind. Ich dachte, dieser Esel hat fünf Beine. Ich glaube, das... Oh nein, das ist kein Bein. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt die Teller vom Raya-Tempel nicht kaufen, aber den ihr wolltet ja nicht hören. Den bringe ich besser nicht mit nach Hause. Ich reiche dann irgendwie hinterm Rücken an Tsunamin weiter. Das sollen echt zwei Füchse sein. Also, ich...
Ich glaube, das sind diese Wüstenfüchse. Nein, guck mal, das ist ein Riese, der in einen Fluss urinieren. Gut, was habt ihr noch vor, bevor ihr aufbrechen mögt in Richtung Kutjo? Zudamin, fang doch mal an. Wollen wir vielleicht diesen Brief noch schicken oder das zumindest versuchen? Also wir wissen ja, wo seine Herberge ist und dass da dieser Rucksack rumliegt, den man sich nicht nähern möchte. Richtig, das tun wir zuerst. Ja. Also wir gehen da rein, wir schmeißen da schon eine Faust voll Bandstaub in den Raum und dann sehen wir uns um. Ja, aber dann ist dein Bandstaub alle. Na, dann lass Armin mir das machen. Mein Gott, wir heuern einen Antimagier an. Hier gibt es die Bannakademie, da wird sich doch wohl irgendwer finden. Ich glaube, die Bannakademie ist geheim. Ja. Es gibt auch die ganz normale Akademie, die Al-Dahami, die können auch ihre eigenen Zauber brechen, gehe ich von aus. Und wenn wir dich jetzt dahin schicken mit den Worten, bitte heure uns einen Magier von Al-Dahami an, wirst du das tun, ja? Keinen Fuß in diese Akademie setzen. Das kann das machen. Ich meine, wofür hat man Verbindungen dahin? Ich meine, das ist eine kleine Sache, da... Das ist echt Verbindung? Ich? Nein, Tsunamin. Ja, aber nice. Hallo. Und dann ist es ja sowieso egal. Okay, dann habt ihr mit den Verbindungen von Tsunamin könnt ihr dann einen Versager, es ist ein Adeptus Minor, der Abel mir dann nochmal seine Schwäche unter die Nase reiben wird. Ihr seid euch nicht ganz sicher, er ist wohl gerade von der Akademie frisch runter und mit seinen irgendwie 19, 20 Jahren ja, tut schon weh, dass er dann Abel mir so als Helden herunterputzt, zumindest was versucht, mit seiner Arroganz. Ja, die Frage, wie lange er leben will, keine Ahnung. Das gehört aber dazu. Meine Armbrust ist geladen. Ja, gut, mach was du willst. Zumindest kann er dann sich mit euch in die Teestube stellen, in das Zimmer von dem Zwergen und den entsprechenden Anti-Zauber wirken, damit dann der uninteressante Rucksack für euch wieder auffindbar wird. Ja, ein großer Rucksack, voll mit vielem Geld. Und gucken, ob das dämonische Seuchte ist. Also ob das ein Teil, ist. Ein großer Teil davon, du würdest sagen, ein Zehntel davon ist dämonisch verseucht. Also unter dem normalen Lichte nichts zu erkennen, aber im Odem kann man natürlich dann das blutige Gold auch voneinander unterscheiden. Das kann man aussortieren und die Fixkirche schicken zur Entsaugung. Das halte ich ja auch für sinnvoll. Und das gute Gold, damit können sie mit Sicherheit etwas anfangen. Gut, dann gib mir mal 2W20. Ich mach. 34. Dann findet ihr 340 Dukaten in dem Rucksack, gemeinsam mit einem Zettel, der Auftrag. Es ging einmal darum, dass die Rayanis bzw. die Säbeltänzer sollen vergiftet werden mit Mohn im eigenen Tempel. Das wurde dann wohl auch so arrangiert. Und der zweite Auftrag dann den Brief unterschrieben während des Arena-Kampfes und die Stadtwache anheuern. Das waren die beiden Phasen. Wie es danach weiterging, ja, das hätte man dann, das stand so in dem Brief nicht weiter drin, hätte man dann sehr spontan sich ergeben lassen müssen. Wo ist denn jetzt diese unsichtbare Tinte? Ja, unsichtbare Tinte findet ihr auch, gemeinsam mit einem Ring, auf dem ein schwarzer Vogel abgebildet ist. Ich nehme an, dies ist das Artefakt, mit dem man diesen Botenvogel heraufbeschwört. In der Tat. Ja. Vielleicht sollten wir Beutax schreiben lassen. Möglicherweise gibt es irgendetwas Spezifika in der Handschrift, die passieren, wenn jemand, der eigentlich Rogolan gewöhnt ist. Ich glaube, das sind einfach nur die Wurstfinger. Wir haben doch den Originalbrief. Ihr müsst euch bloß an die Handschrift halten, so wie dort etwas steht. Ja, nein. Buchstaben. Ich bin schwer enttäuscht, schaut euch eure Finger an und schaut euch meine Finger an. Ich habe filigrane Pianistenfinger und Brustfinger habt wohl eher ihr. Was ist ein Pianist? Boah. Ein zwergisches Instrument für die Quälung der Nicht-Mitzwerge? Das wüsstet ihr wohl gerne. Aber ja. Meine Finger. Also, schreib. Xeran, ich hoffe, dir geht es gut. Mir geht es auch ganz gut. Stopp, neues Blatt. Er hat ja gesagt, kurz und knapp. Während Boltax zu einem neuen Brief greift, könnt ihr sehen, wie die Tinte verschwindet. Hallo, Xeran. Da habe ich gesagt, fang an. Was? Neues Blatt. Vielleicht Papier haben wir noch. Vielleicht sollte ich diesen Brief schreiben. Nein.
Boltax, du kannst ihn diktieren, wenn du möchtest, aber ich denke, Boltax sollte ihn schreiben. Lass uns auch kurz darüber reden, was wir schreiben. Ich denke, es klingt plausibel, wenn ich wegen Paktiererei eingesperrt wurde oder so. Und vielleicht Boltax, hat ein... würfel mal Selbstbeherrschung. Wenn du schlechte Eigenschaften hast, dann nennen sie mir mal. Ja, ich habe natürlich schlechte Eigenschaften. Ja, Meeresangst und weiter die triggern, glaube ich, gerade nicht. Einfach mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Ich gucke dann gerade mal auf deinen Nachteil. Ja. Das könnte eventuell im Kontext... Boah, Gier! Ja. Nee, Geiz nicht. Geiz und Geiz. Neugier. Würfel mal Selbstbeherrschung. Auch hier, alles klar. Aber Glaube ist an der Fälle Arroganz. Arroganz natürlich, ja. Ja. Arroganz auf alle Fälle. Alles klar, dann werde ich einmal die Selbstbeherrschungsprobe würfeln. Ja, während ihr euch unterhaltet und überlegt, was ihr draufschreiben könntet, malt Boltax ein paar Sachen hin und her und irgendwelche Zeichnungen auf das Papier und die Tinte verschwindet, während ihr euch unterhaltet. Okay, aber mir. Ich denke, du hast recht. Ich male einen Zwerg, der einen buckligen Mann in den Arsch stellt. Boltax, vielleicht sollte ich das Schreiben übernehmen. Oh, wenn ihr meint. Zeig doch mal diesen Originalbrief her. Ich gucke mir mal die Handschrift genau an, wie die Buchstaben gezeichnet sind, wie, ob es da irgendwelche Besonderheiten gibt bei irgendwelchen Unterstrichen, wie auch immer. Wie Buchstaben halt gemalt sind, halt, ob es da bestimmte Besonderheiten gibt. Gibt es da nicht ein schönes Wissenstalent für Schriftenkunde? Nee, es geht Sprachenkunde. Es geht schriftlichen Ausdruck. Ja, schriftlichen genau. Ausdruck, das meine ich. Aber schriftlicher Ausdruck, ist mehr die Formulierungsweise und weniger das, wie man sich. Oder du hast Fälscher. Es gibt die Talentspezialisierung Fälscher, ganz explizit. Hab ich weder noch. Sogar für den Unersättlichen ist das tatsächlich relevant in diesem Abenteuer. Also ich glaube tatsächlich, dass das relevanteste Talent hier einfach das Schriftentalent wäre. Ich würde mir den Brief auch nochmal anschauen, eben auf den sprachlichen, nein. Also geht das mit schriftlicher Ausdruck? Ja, klar, dafür ist es da. Okay, also ich schaue mir das auch mal an und ob ich irgendwas Hilfreiches dazu sagen kann. Also man kann jetzt mit sowas wie Alchemie, könnte man vielleicht noch versuchen, die Schrift selbst zu untersuchen. Das ist die, was sich halt unsichtbar ist. Wenn sie im Gefäß ist, ist sie selber nicht unsichtbar, sondern blau. Och, ich guck mir die mal an. Aber wenn du schriftlichen Ausdruck hast, ja, also Zulamin kann die Schrift nachahmen. Schreib doch einfach. Zulamin eliminiert, nein, Auftrag teilweise erfolgreich. Zulamin eliminiert. Er ist auf der Flucht. Liebe Grüße. Nein. Vielleicht hat noch jemand versucht, mich zu verteidigen und ist dabei gestorben. Irgendjemand, den er als schwächer einschätzen könnte? Ja, das auch nicht. Für vielleicht auch den Teil der Bezahlung. Er wird vielleicht bezahlt für diesen Auftrag. Ja, er sollte auf jeden Fall Geld fördern. Erwarte Bezahlung. Erwarte Bezahlung auf üblichem Wege. Ja. Wie hieß dieser Zwerg gleich noch einmal? Borex. Deshalb meinte ich ja, liebe Grüße, Borex. Einfach, warte, Borex oder Gorex? Borex. Und er schreibt einfach nur mit B. Hat er nicht auch einen Titel gehabt? Gold? Priester des Goldes. Priester des Goldes. Nein, unterschreibt einfach nur mit B. Iserun weiß, dass es Priester des Reichtums war, weil sie genug Klugheit hat. Weil sie zugehört, weil sie mitgeschrieben hat. Sagen wir so, weil sie mitgeschrieben hat. Genug Klugheit mit Klugheit 17. Aber ja, aber ich habe gutes Gedächtnis. Das habe ich auch. Gut, Priester, wir wissen es beide. Iserun weiß das, ihr nicht. B-Punkt. Richtig, einfach B-Punkt. Es ist immer noch ein kodierter, also nicht ein kodierter Brief, aber es ist immer noch halt, genau. Geheim und so. Hier ist immer noch ein Agent in Xerans Auftrag und wenn das rauskommt, wird er hochgenommen. Weil wir wollen die Illusion wachen, dass er nicht hochgenommen wurde. Ach, ist Xeran egal. PDR klingt auch irgendwie komisch. Habt ihr jetzt auf das Papier geschrieben, auf dem ich meine Zeichnung... Natürlich nicht. Wir haben einfach jedes Mal ein neues Blatt genommen. Okay, ich wollte mal nachfragen. Boltax ist jetzt gerade wie ein Kind, die Beine so ein bisschen ausgebreitet, das Papier zwischen seinen beiden Beinen und malt da weiter rum. Aber mir schreibt noch einen, den wir ihm dann später schicken. Teran, du bucklige Mistkröte, du 12-mal verfluchter Haufen Scheiße, du 3-mal verfluchter Sohn einer Ziege und eines Tiefers. Nicht so schnell. Ja, weiter, jetzt. Du nutzloser Taugenichts. Du allerniederste Rostratte im Horte des
des Unwissens. Ja. So lasse ich ihn noch eine Weile einige Verfluchungen aufschreiben. Wir kommen, um dich zu holen. Und wann schicken wir den ab? Wohltags. Den schicken wir ab einen Tag, bevor wir kommen, um ihn zu holen. Oder falls wir ihn paranoid machen wollen. Also ich habe jetzt mal geschrieben, dass Boltax tot ist, denn ich denke, er könnte sich vorstellen, der Zwerg ist so rechtschaffen und hat mich verteidigt. Und naja, vielleicht überrascht es ihn dann, wenn Boltax irgendetwas aus dem Ärmel zieht. Okay. Vielleicht sollten wir noch dazu schreiben, dass die Ausschreitungen in der Stadt dazu führen werden, dass der Rest von uns hier noch einige Zeit festsitzt. Wir sollen auf jeden Fall so etwas anschreiben, dass er an uns noch arbeitet und dass er es jetzt nicht aufgibt. Aber Sulamin, wäre es nicht klüger, wenn Yalan tot wäre, weil dann würde der... Aber das glaubt er nicht, glaubt er nicht, er weiß, wie schwer ich zu töten bin. Ja, problematisch. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass Yalans Steckbrief verschwindet. Meine Güte, warum haltet ihr euch mit dieser Scheiße jetzt so lange auf? Nun ja, Falschinformation des Feindes ist schon immer ein lohnenswertes militärisches Ziel. Also, wir schicken das Ding dahin. Ich will nichts behaupten, aber keiner von euch kriegt das so überzeugend hin, dass ihr das nicht merkt. Es ist Xeran, er wird paranoid sein und so oder so denken, dass der Brief gefälscht ist. Aber wir müssen ihm keine Gewissheit verschaffen. Ja, keine Gewissheit bedeutet, dass wir ihm gar nichts schreiben. Stille. Aber der Zwerg hat uns doch gesagt, wenn Xeran nichts von ihm hört, wird davon ausgegangen, dass er gescheitert ist. Ja. Ich denke, er ist so gut. Versiegelt ihn und schickt ihn ab. Ich reiche den Brief Abelmir. Ich reiche den Ring Abelmir. Ich wirke ein Analyse. Guter Plan. Ja. Ich wurde vorbereitet, noch mein Odem wirken. Ah, Mensch, hast du es gedacht? Ah, Mensch. Hatte nicht hier dich erst reingebaitet hat. Du wolltest es gerade schon sagen. Streich dir die ASB. Du kennst die Matrix. Du kennst den Nuncio Volo selber und das geheime Wort dazu. Fällt euch was Gutes ein? Goldapfel. Finde ich gut. Das geheime Wort dazu wäre Goldapfel, mit dem du den Nuncio Volo rufen und zu Xeran schicken kannst. Nur zu Xeran. Gut. Dann würde ich ihn verbrauchen. Oder ich weiß nicht, ob der Dorf der Artefakt ist. Keine Ahnung. Der Analyse wird dir sagen, wie viele Ladungen drauf sind. Und drauf. 3. Und ja, würde ihn abschicken und den Ring werde ich an mich nehmen, wenn ihr so geneigt seid. Was wollt ihr mit dem Ring? Vielleicht müssen wir nochmal eine Nachricht an Xeran schicken. Ihr wisst, dass man Artefakte orten kann. Ich blinzel ein paar Mal. Bitte. Es ist ein Artefakt von ihm. Nun, was sollen wir dann tun? Ihn in den Gedanken werfen? Den Freiausgeweihten hier gebe ich Ihnen sicherlich nicht. Das wäre eine Möglichkeit. Ihn zu zerstören wäre eine Möglichkeit mittels des Sex-Samples. Das fällt doch auf, wenn wir ein Artefakt von ihm zerstören. Richtig, wenn er es orten kann, dann wird er es erst recht merken, wenn es zerstört wird. Können wir es nicht irgendeinem, was weiß ich, Reiter geben, der den Ring 30 Tage in die Wüste reitet oder ist so? Ist es dann nicht egal, wenn er den Ring in Mendina ortet, wird er einfach denken, oh, der Zwerg kommt von seinem Auftrag zurück. Ich würde jetzt einfach mal irgendein Stück Holz vom Fußboden aufreißen. So, das ist ein Teehaus, aber ja, aus okay, kannst du machen. Ja, jetzt schmeißt ihr den Ring da rein. Fertig. Weißt du was? Okay, kein Bock drüber zu diskutieren. Der Ring kommt in den Boden. Nun gut. Den kann irgendwann in 30 Jahren ein Held finden und damit herumspielen. Dann liegt er nämlich genau da, wo der Xeran ihn auch das letzte Mal gewartet hat. Wo er auch sein soll. Ja, also dementsprechend wird das nächste Mal in diesem Teehaus in einem besonderen Raum eine der Holzbohlen quietschen, knarren, lose sein und falls sich irgendein Held denkt, was ist dort verborgen, wird er einen Ring finden mit zwei Ladungen Nuncio Volo drin. Und sollte Xeran gestorben sein, könnte es ja auch sein, dass er woanders hingeschickt wird.
Die Idee gut, dass man dem Nanzirol einfach einen neuen Befehl erteilen kann, wenn der alte Empfänger tot ist. Aber mir hast du noch was vor? In Fasar nicht, nein. Ja, Voltax. Ja, ich kaufe mir ganz viele Preisblumenkerne. Gut, Isaron. Nein, nichts mehr. Auf ihm. Nö. Wenn du 2 Stunden in der Stadt umherirrst, um Boltax zu begleiten, während er Sonnenblumenkerne kauft, Preisblumenkerne, wirst du noch den Ban Shayan erkennen und er fordert dich zum Wettlaufen heraus. Ja. Yalan, was möchtest du noch tun? Ich werde relativ, nicht panisch, aber zügig anfangen, Ausrüstung zusammenzuraffen. Also zumindest die einfacheren Dinge, die ich einfach nicht mitgenommen habe, weil ich ja im Urlaub war. Irgendwie einen Chadra oder 2 und Handschuhe und ein 2. Parreiterstiefel und irgendwie Arm- und Beinschienen schon mal. Gut. Ein Schild, ich weiß schon. Was macht ihr mit dem Gold aus dem Rucksack? Hexenkirche. Gut, also nicht das Blutige, sondern das Echte, meine ich. Glaube. Also ich meine, das blutige Gold sollte dort auch vernichtet werden. Die Hexenkirche ja, gibt also das Blutige wird vernichtet. Jetzt gibt es aber auch noch 1/10 davon ist dann echtes Gold. Und das waren dann eben die, was hatte ich gesagt, 340 Dukaten. Die Hexenkirche gibt uns buchstäblich eine Kiste voller Diamanten. Ich glaube, auf die paar Dukaten kommt es ihnen nicht mehr an. Außerdem können wir Hexsegen wirklich brauchen auf dem Weg. Also werden wir die Hälfte davon, gut anlegen. Ja, und oder die andere versaufen. Empfehlungsschreiben von der Fexkirche für Kontaktleute in Kunchum, dass die uns gute Verkleidungen machen. So könnt ihr aufbrechen. Und zwar wird ein kleiner Flusssegler, eine Dau, in Amgadang auf euch warten. Wenn ihr dann aufbrecht, könnt ihr nach Fluescern übersetzen. Ihr mit dem Kamel und dort könntet ihr dann gemeinsam mit dem Flusssegler die Kiste mit den Diamanten überladen auf einen kleinen Fluss. Ja, es ist keine richtige Talucke, es ist eine Mischung aus Talucke und Dau. Also es ist ein kleines Ding, hat keine richtigen Segel, die aufgespannt werden können. Das wird meistens einfach nur von der Strömung in Richtung Süden getragen. So könnt ihr die Tage über auf dem Gadang nach links und rechts blicken, nach Aranien und dann vor euch auch den riesigen roten Berg aufragen sehen, dessen Mitte, dessen Herz gesplittert ist und nur noch als roter Staub umher wabert, die gorische Wüste. Hier würde ich auch nicht leben wollen. So, also, Vergangenheit. Ich glaube, niemand will hier leben, Yalan. Ich weiß nicht. Da hinten sieht wie ein kleines Zeltdorf aus. Ja, am Rande der Gor kann man durchaus leben, aber in der Wüste lebt wirklich keiner. Es ist keine gewöhnliche Wüste, wisst ihr? Sonst würden da zumindest noch einige Leute leben. Ein roter Stein, der würde schon was hermachen. Also, wie der Sammlung von Steinen. Nicht wahr? Oh, sehe schon. Niemand von euch hat da irgendwelche Intentionen drin. Doch, die Farbe ist wunderschön. Vor allem im Sonnenuntergang. Ihr wollt keine Steine aus der großen Wüste, glaubt mir das. Aber warum denn nicht? Ihr seid mit der Vergangenheit anscheinend nicht vertraut. Mit der Vergangenheit der Menschen. Nein, nicht so sehr. Sie ist so kurzlebig und alles ändert sich immer so schnell. Seht die Gor als eine rote Narbe im Fleisch der Erde. Ah, das gefällt mir nicht. Da trafen Barbarat und Rohal mit ihren Heeren aufeinander. Und seitdem lebt dort nichts mehr. Es gibt einige Magiergerüchte, dass dort angeblich die Zitadelle der Magie stand, bevor Mada sie vernichtete. Ob das stimmt? Nun. Wer weiß das schon? Naja. Nun, es wird seinen Grund haben, warum der Sphärenschänder hier seine Festung errichtete. Ich habe gehört, dass Pyrdakor hier eine Stelle hatte. Also was? In der Gor. Ja, wirklich. Es war ein Märchen, aus dem ich das gehört habe. Wir haben ja in Aranien damals dieses Märchenbuch gelesen. Ja. Nun, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich weiß nicht, Steine oder so etwas? Irgendetwas hat er hier zurückgelassen. Das gefällt mir nicht.
Es ist kein guter Ort. Nein, nein, ihr habt mich überzeugt. Ich will keinen Stein aus der Chor. Auf der linken Seite ragt das altehrwürdige Anchopal auf. Eine runde Stadt, befestigt gegen den Krieg. In Richtung Norden, in Richtung Süden, in Richtung der Elemente. Auch weitere Geschichten, die ihr von hier aus erzählen könnt. Dann in Samra könnt ihr umsteigen auf eine weitere, größere, ein großes Flussschiff, was dann den Manadi kreuzt und euch wesentlich schneller vorankommen lässt. Dieses Mal auch mit Segeln. Und Yalan fühlt sich fast wieder zu Hause, wenn du zurückdenkst an die Feuer-Djinn, an deine Schiffe, die du gesegelt hast auf dem Perlenmeer, auf der blutigen See und die jetzt den Berichten zufolge wohl versunken sind im ewigen Sturm von Maraskan. Aber halt nur fast. An Mehrwert vorbei, an Raschstuhl, auch hier die einen oder anderen merkwürdigen Statuen, vor allem novadisch, die 7 gezeichneten, aber ein jedes Mal als Novadi. Auch wenn ihr wisst, dass das Almadiner Auge, dass der Krieger, dass die Tätowierung, sie alle waren von verschiedener Herkunft, aber hier als Statuen allesamt Novadis. Gehüllt in einen Turban, in weite Kleidung, Pluderhosen. Merkwürdig.